Hallo Leute, in der letzten Multiplayer-Session hatten wir herausgefunden, dass wir ein seltsames Artefakt haben, mit dem wir alleine in die europäische Todeszone müssen. Und deswegen habe ich mich mal kurz alleine eingeloggt und möchte das gerne machen. Das ist das Bruchstück des Reisenden. Da müssen wir hin für die Fokus-Quest. Erstmal. So. Starten wir einfach so. Ich denke mal, da das irgendwas mit der Klasse zu tun hat, kann man das halt nicht mit der Gruppe machen. Weil das könnte ich mir vorstellen, dass die für jeden unterschiedlich sind. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet, wie lange es dauert. Ist halt mal ein kleines Intermezzo vom Multiplayer-Part. Der Wald. Unser letzter Besuch war zumindest unvergesslich. Mal sehen, was wir finden können. Unvergesslich ist ein sehr netter Ausdruck für das, was wir hier gemacht haben. Theoretisch haben wir ja damals alle Bösen umgebracht. Deswegen sind die jetzt alle weg. Das heißt, wir gehen einfach hin. Sagen hier Artefakt, gib mir was Tolles und dann gehen wir wieder. Oder auch nicht. Oh, immer links und rechts schauen, wenn man über die Straße geht. Ja, und ich renne extra nicht die ganze Zeit. Weil mit Sicherheit irgendwas passieren wird. Wenigstens ist das Wasser hier nicht elektrisch oder tödlich. Da habe ich ja auch schon böse Erfahrungen mitgemacht. Oh, giftig oder was immer das war. Ja, wenn ihr den Multiplayer-Part gesehen habt, dann wisst ihr, was ich meine. Aber hier waren wir damals nicht. Auch wenn wir in der Todeszone schon waren. Vorne war kurz das Ziel. Wow. Palim, Palim. Palim, Palim, die Küche brennt. Wasser fließt nach oben. Oder kein Wasser. Kommt da was raus oder muss ich da rein? Tja, können wir mal schauen, was passiert, wenn wir versuchen durchzugehen. Tolle Atmosphäre hier. Hey, siehst du das? Da drüben, das Licht. Ja, passt nicht zur Beleuchtung, die von oben kommt. Und das Portal ist jetzt einfach fach weg. Was ist das für ein Typ? Dies ist die Form und die Spitze des Zahns. Alles, was lebt, wird auch sterben. Nun fliege ich zwischen grün-schwarzen Sonnen im Labyrinth jenseits Krotas Gottessterns umher. Dies ist die Oberwelt, das Meer der Schreie, wo die Thronuniversen der großen Schar in ewiger Herrlichkeit schwären. Ich bewege mich zwischen ihnen umher. Ich zeichne die Formen und Verbindungen dieser Welt auf. Aha. Und nu? Stehst du hier rum? Muss ich mit dir was machen? Ich glaube nicht. Irgend so eine seltsame Erscheinung. Aber noch mehr Lichtkegel. Hier vielleicht? Nö. Aber auf der Mini... Da!
Ich möchte im Turm auftauchen und sie verspotten. Io, Io, ich schlafe niemals. Ich tanze in Licht und Schatten und ich schlafe niemals. Ich werde niemals sterben. Ich werde niemals sterben. Ich will sie fragen, wenn ihr euren Gesetzen hierhin gefolgt seid, an diesem zitternden, angsterfüllten Ort, welchen Nutzen haben dann diese Gesetze? Doch ich habe Dinge zu erledigen. Ich schreie in tiefe Orte hinein. Osiris, so rufe ich. Osiris, Osiris, kannst du mich hören? Die Frage ist, ich dachte jetzt kurz, warum redet die ganze Zeit mein Geist nicht mit mir? Und dann fiel mir ein, dass er der allerdings rechts oben eingeblendet war. Holt der quasi die Stimme aus dieser Erscheinung da raus, dass das irgendwie ein Computerprogramm ist? Auf jeden Fall scheint es um Götter zu gehen. Also Io kommt mir bekannt vor aus der Götterwelt. Jetzt hatten wir noch Osiris. Aber ich bin immer noch nicht sicher, was das für uns zu bedeuten hat. Der Reisende kam aus der Leere, die alle Dinge umgibt, hervor. Deswegen wissen wir, dass die Leere eine große Macht birgt. Und wir treten ohne Angst in die Leere ein. Kleingeister werden deine Fähigkeiten Blasphemie nennen. Sie werden dich mit den monströsen Scharhexen vergleichen. Aber das sind wir nicht. Weil wir spielen immer die Guten. In den meisten Spielen zumindest. Guck mal, wie schön. Achtung, Feinde. Gefallene. Wer weg mit deinen explosiven Stäben. Ja, das war die falsche Taste. Und der Wurf war auch wahrscheinlich zu kurz. Ah, ich schieße aber auch heute schlecht. Da habe ich mal meine Wegstoßfähigkeit gut eingesetzt. Ja, da entsteht schon wieder. Hab's gesehen. Aber viele. Achso, meine Granate ist noch nicht bereit. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Das ist aber sehr ärgerlich. War aber noch nicht tot. Links die auch zeitgleich verschwinden? Da ist wieder einer. Nee, da hätte ich mal die Atempause sinnvoller nutzen können zum Nachladen. Die Granate hat wenigstens mal getroffen. Ja, tolle, dass ich eine Waffe bekomme. Muni wäre mir aktuell fast lieber. Schild. Einfach, dass ich noch mal eine Chance bekomme, den aufzuladen. So, machen wir weg, damit wir die Waffe wieder haben. Hier lag nichts mehr rum. Da drüben scheint wieder ein Portal zu sein und die Steine schweben ein bisschen rum. Ist das hier quasi jetzt nächste Phase? Anscheinend.
Die Gegneranzahl war für einen alleine sind diese Lichtprojektionen Lektionen. Irgendwas kann ich hier lernen. Aber meine Klasse? Aber nichts kann dich aufhalten. Ausgestattet mit dem Licht des Reisenden und bewaffnet mit der geheimen Physik einer verlorenen Zeit, wirst du die Realität zerreißen. Du fürchtest nichts, doch alles fürchtet dich. Ja, ich finde immer, dass Furcht eine sehr sinnvolle Sache sein kann, ohne die man leichtsinnig würde. Also Furcht gehört schon dazu, die sollte man auch haben. Was ist die Leere? Was erlebst du, wenn du sie beschreitest, obwohl es in ihr nichts zu sehen gibt? Das Vakuum zwischen den Sternen, der Geruch von Fäulnis, das ohrenbetäubende Grollen, das nur in absoluter Stille hörbar ist. Links scheint schon das nächste zu sein. Ich glaube immer, solange man noch so sieht, dass eine Projektion kommt, kommen wohl erstmal keine Feinde, damit man sich das anhören kann. Die Schamanen der alten Welt sollen ihre Augen verdeckt haben, um die Toten sehen zu können. Diese Männer und Frauen waren die Ersten, die die Macht der Leere und des Lichts des Reisenden entdeckten. Wir haben ihre Methoden perfektioniert, indem wir auf ihren Pfaden gewandelt sind. Wer blinzelt, kennt den Weg. Macht keinen Sinn, nicht wirklich. Okay, einfach hier wieder raus. Noch ein Bruchstück des Reisenden. Aber wir sind nicht allein. Wie schön. Hab viele. Alter. Leben. Schauen, dass mir keiner von hinten in den Rücken fällt. Und würde auch gerne mein Leben wieder aufladen. Und theoretisch würde ich auch gerne das Zeug da vorne einsammeln. Ja, direkt drei Wünsche auf einmal. Das geht nun wirklich nicht. Ach Gott. Hat mit der Pistole das sogar Bruchstück viel sicherer gerufen. Ich weiß es. Als mit meinem Gewehr. Ich glaube, das ist, weil den Stat, den man hier auch immer sieht, sowas wie Handhabung. Das ist so ungefähr ein bisschen mehr über der Hälfte. Hier ist es auch nicht mehr. Ja. Könnte natürlich mal nicht, dass mir nachher irgendwas verloren geht. Hier. Automatikgewehr, Maschinenpistole. Achso. Da muss ich noch kurz ein bisschen aufräumen.
Scout-Gewehr, komm, benutze ich eh nie. Das Impulsgewehr kann auch weg. Das ist sogar viel schlechter. Das hier würde ich jetzt mal anziehen. Das hier kann weg. Weil wir haben ja letztes Mal gelernt, man hat nur vier Slots und wenn ich quasi jetzt über vier Slots bin, dann ist das schlecht. So, einen besseren Granatwerfer, das ist auch schön. Weil ja eine Schrotflinte, einen Raketenwerfer und einen Granatwerfer möchte ich schon gerne behalten. Und bei den anderen Sachen haben wir nichts bekommen. Ey, ich rede mit Stein. Was das? So eine kurze Sequenz? Das ist das Geschenk des Bruchstücks. Nutzen wir es. Okay, verteidige das Bruchstück. Und wahrscheinlich soll ich immer ins Licht laufen. Equipment gesperrt. Ich konnte gerade. Okay, warte mal. Okay. Equipment gesperrt hieß in dem Fall keine Granaten. Wie weit gehen diese Schüsse? Ah, deswegen sind die wahrscheinlich hier verteilt. Huhuhu. Hey, da hatte ich noch welche gesehen. Da hinten waren doch auch welche. Dann gehe ich natürlich an das Nähere. Näher rangehen. Ja, einmal noch hier hinten. Da hinten ist da auch noch eins. Wahrscheinlich muss ich alle Feinde ausstatten und sie haben hoffentlich immer einen Lichtkegel in der Nähe. Dann sollte das kein Problem darstellen. Da hinten. Hatte ich die eben übersehen oder sind die neu gekommen? Ja, das sind glaube ich noch neue. Die sollen ja das Bruchstück verteidigen. Ach so, hatten die das angegriffen, während die da rumgetüttelt haben? Das wäre natürlich doof. Okay, da kommen noch neue.
Ja. Einfach immer so weitermachen. Und Fortschrittsbalken oder so wäre eine schicke Sache. Hallo. Funkübertragungen der Gefallenen rein. Sie rufen Verstärkung. Kann ich wieder interagieren? Noch mehr Verteidigung. Das ist ja beruhigend. Wow. Ein Test war, haben wir bestanden. Verlasse den Düsterwald. Wo denn? Ach, da vielleicht. Das war ein Test. Das wirkte aber ziemlich... Naja, eigentlich war es nicht so schwer, ne? Man ist eigentlich immer nur in das... da reingerannt, dass man möglichst... dass man den Super bereit hat. Ich bin sicher, der Reisende hat uns bewusst in den Wald gerufen. Unfassbar, dass selbst ein kaputtes Bruchstück noch so viel Gutes tun kann. Ja, für uns Gutes, für die Gegner Schlechtes. Ausrüstung freigeschaltet. Aus einem neuen Fokus kannst aber auch zu deinem alten wechseln. Drücke auf F1. Schauen wir doch mal, was wir da gefunden haben. Leere Läufer waren wir, glaube ich, vorher schon. Jetzt könnten wir Dämmerklinge werden. In der Luft aktivieren, um schnell zu sinken und deine Gesundheit zu regenerieren. Wenn Morgenröte aktiviert ist, versucht das Sinken Explosivschaden. An Gegnern, hoffe ich. Wenn wir in die Details reinschauen. Das sind noch die Sachen, die wir hatten. Muss ich das erst wechseln? Nee, also das sind dieselben Sachen wie im anderen Spec. Allerdings, dann ist es vielleicht echt nur das Super, was anders ist. Weil hier halt hier schnell sinken, Gesundheit regenerieren. Und hier haben wir halt gar nichts, ne? Wenn der Super und so gleich bleibt, dann können wir natürlich auf jeden Fall mal die Dämmerklinge nutzen. Flammeneinstimmung kommt da zwischendurch immer. Werden wir dann sehr wahrscheinlich rausfinden, wenn wir wieder mit den anderen zusammenspielen. Und bis dahin sage ich erstmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
Ich bin gerade echt stolz auf mich selbst.